الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Liebe Geschwister im Islam, wir wollten euch einige Tipps geben, wie wir in dem Ramadan auch die Sunnan-Taten bzw. die Dinge, die erwünscht sind, richtig praktizieren, damit der Lohn auch besonders groß wird. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte: Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil Jannah. Wer meine Sunna liebt, liebt mich. Und wer mich liebt, wird mit mir im Paradies sein. Und ein Zeichen, dass man die Sunna liebt, ist, dass man die Sunna wiederbelebt. Viele Dinge werden heute vernachlässigt, es gibt viele Erneuerungen in der Religion. Und diejenigen, die den Propheten sallallahu alaihi wa sallam wahrlich lieben, sind diejenigen, die seine Sunna wiederbeleben. Und wie belebt man die Sunna wieder? Indem man nach authentischen Hadithen des Propheten geht. Und dass man forscht, was ist wahrlich die Sunna. Denn wir sehen, dass viele Dinge heutzutage gemacht werden in der islamischen Umma, die mit der wahren Rechtsleitung, mit dem Licht des Propheten nicht sehr viel zu tun haben. Deswegen wollen wir einfach auf einige Dinge eingehen. Und ihr müsst wissen, der Islam besteht, wie ich schon gesagt habe, aus zwei Quellen. Koran und Sunna. Das sind die zwei Hauptquellen. Und das sind unsere Hauptkriterien, ob etwas angenommen wird oder nicht. Ganz einfach. Und als erstes muss bei uns die Niyya stimmen, dass wir dies für Allah tun. Und als zweites muss es mit dem übereinstimmen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebracht hat. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Man amilas amalan laysa. Wer eine Tat tut, für die er von uns keinen Befehl hat, und dies kann ein Befehl des Istihbab sein oder ein Befehl des Wujub, das heißt Befehl des Istihbab, ein Befehl für das Erwünschtsein, oder ein Befehl des Wujub, ein Befehl der Verpflichtung. In diesem Fall schauen wir uns an, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Er sagt: An Anas ibn Malik radiallahu anhu, ja, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal: Tasahharu fa inna fi suhuri baraka. Macht Suhur. Und was ist Suhur? Suhur ist das Essen, das vor dem Fasten, vor dem Beginn des Fastens am neuen Tag genommen wird. Und man sollte dies so lange wie möglich hinauszögern. Macht dieses Suhur, denn in dem Suhur liegt Baraka drin. Das heißt, wenn wir das nicht machen, wenn wir einfach nachts ins Bett gehen und morgens nicht vor dem Fajr aufstehen, das heißt, wir haben diesen Baraka verloren. Als zweites muss man erwähnen, ist dieser Befehl ein Befehl der Verpflichtung oder ein Befehl des Istihbab. Ja? Er sagt hier nicht, dass es haram ist, wenn man das nicht macht. Er sagt nicht, denn wer den Suhur nicht macht, dem sein Fasten ist kaputt. Oder wer das Suhur nicht macht, der kriegt eine Sünde aufgeschrieben. Er sagt, im Suhur ist Baraka. Das heißt, um diesen Lohn zu bekommen, soll man es tun. Aber es wird hier nicht darauf hingewiesen, dass es verboten ist, es nicht zu machen. Allerdings, wo wird der Hadith überliefert? Er wird in Bukhari überliefert, und zwar Nummer 1923. Denn wir wollen immer authentisch sein und euch auch direkt sagen, wo es steht. Das heißt, Bukhari ist das authentischste Buch nach dem Koran. Dann an Amr ibn al-As, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fassala ma bayna siyamina wa siyami al-kitab aklatu suhur. Also das heißt sozusagen, der Unterschied sinngemäß zwischen unserem Fasten und dem Fasten von al-Kitab, dass wir suhur essen. Das heißt, wir müssen uns unterscheiden. Und das soll uns nochmal dazu motivieren, extra diesen Suhur einzuhalten. Und wie gesagt, Suhur ist, dass man eben kurz vor dem Fastenbeginn, der Fastenbeginn ist mit dem Eintreten des Fajr, ja, das heißt, wenn der Adhan kommt zum Fajr-Gebet, da fängt das Fasten an. Wir haben auf den Gebetsplänen noch ein Imsak da drin. Ich weiß nicht, woran das liegt, weil normalerweise, wenn man in islamischen Ländern lebt, dann fängt der Imsak an, das Fasten mit dem Fajr an. Dann geht es weiter. Dieser Hadith übrigens, der wird in Sahih Muslim überliefert, das authentischste Buch nach Koran und Bukhari. Und zwar Hadith Nummer 1096. Dann sagt der Prophet, und das wird wieder von Abdullah ibn Amr, das wird diesmal von Abdullah ibn Amr wird das überliefert, einer Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dass der Prophet sagte: Tasahharu walau bijur'ati ma'in. Macht den Suhur, und wenn es nur mit einem Schluck Wasser ist.
Dieser hat dieses Hassanwort von Ibn Hibban überliefert, Hadith Nummer 3476. Dann in Abu Dawud, Hadith Nummer 2345 steht, Ni'amus Suhuril Mu'min At-Tamar. Da steht dann da drin, wie wundervoll ist der Suhur des Mu'min? Mit Datteln. Dass das also dazugehört. Und deswegen kann man jedem empfehlen, auch Datteln zu kaufen im Ramadan, um das Fasten auch zu brechen. Da kommen wir nachher noch zu. Dann, was auch von der Sunna gehört, ist, dass man halt diesen, was ich nochmal erwähnen wollte, dass man diesen Suhur sehr spät macht. Das heißt, kurz vor Ende. Nicht, dass man Suhur mitten in der Nacht macht und legt sich dann schlafen. Und hier ist auch eine wichtige Weisheit drin. Ja? Weil manche Leute denken vielleicht, bei dem Fasten geht es nur um Maschaka, nur um Anstrengung und Schwierigkeit. Aber es ist eher von der Sunna, die Schwierigkeit zu unterlassen, wenn der Prophet eine Erleichterung in etwas hineingebracht hat. Ja, dann ist es besser, dass man die Erleichterung nimmt, weil diese Erleichterung ist etwas, was Allah einem gegeben hat. Und in diesem Fall ist es halt einfach so, dass es wirklich etwas ist, worin Baraka liegt, dass es etwas ist, was unser Fasten von dem Fasten von Ahlul Kitab unterscheidet. Und wo der Prophet ganz deutlich sagt, dass wir das sogar machen sollen, wenn es nur mit einem Schluck Wasser ist. Das heißt, man soll es verschieben, nach hinten raus. Dann Ta'jilul Iftar. Was wichtig ist, ist das Gegenteil davon bei dem Iftar. Iftar heißt, wenn man nach dem Fasten wieder isst. Wie sieht es dort aus? Hier sagt der Prophet, La yazalu nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitr. Die Menschen werden so lange im Guten sein, wie sie das Fitr, das heißt, wie sie sich mit dem Fitr, das heißt mit dem Essen nach dem Fasten beeilen. Das heißt, sobald Maghrib eingetroffen ist und die Sonne untergegangen ist, soll man etwas essen. Soll man etwas essen. Was ist die Sunna hierbei? Die Sunna ist hierbei, so wie einem, übrigens dieser Hadith wird von Bukhari, Hadith Nummer 1957 überliefert. Jetzt, was ist die Sunna hierbei? Das geht aus einem Hadith hervor, der in Abu Dawud überliefert wird, 2356. Ja. Und in diesem Hadith wird ausgesagt, dass es Sunna ist, dass man mit Rutab isst. Rutab sind frische Datteln, die weiß sind. Und dann Tamar, das sind diese normalen Datteln. Ja. Das heißt, die auch schon etwas härter sind. Und dann das dritte ist Wasser. Das ist die Sunna hiermit, das Fasten zu brechen. Dann ist es Sunna beim Fastenbrechen zu sagen, und dass man auch während dem Fastenbrechen Dua macht, weil das ein Punkt ist, an dem die Dua inshallah erhört wird. Ja? Dieser Hadith mit dieser Hadith wird in Abu Dawud, Hadith Nummer 2357, überliefert. Da müssen wir wissen, dass der Prophet gerade im Ramadan besonders großzügig war. Er war immer besonders großzügig, aber gerade im Ramadan besonders großzügig. Ihr müsst wissen, die guten Taten im Ramadan, nur wir müssen wissen, weil es gilt auch für mich, dass die guten Taten im Ramadan vermehrt werden. Die Taten in der Nacht werden vermehrt, die Taten am Tag werden vermehrt. Und wenn man am Fasten ist, ja, und man diese Demut vor Allah spürt, ist auch die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Dua, das Bittgebet, mit dem man sich Allah zuwendet, von einem angenommen wird. Dann die nächste Sache ist, worauf man im Ramadan achten muss, und dieser Hadith wird auch überliefert, und zwar von Bukhari, Hadith Nummer 1904. إِذَا كَانَ يَوْمُ سُومِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ وَلَا يَجْهَلْ فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدْ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي سَائِمْ. Das heißt, wenn jemand von euch fastet, ja, wenn der Tag vom Fasten von einem kommt, dann soll er nicht obszön reden. Und er soll keinen Lärm machen und er soll nicht dummes Zeug reden. Und wenn ihn jemand beleidigt, ja, oder ihn bekämpft, dann soll er sagen, ich faste. Das heißt, dass man Ruhe bewahrt, dass man nicht gerade im Ramadan ausflippt, Leute schlägt oder irgendwie dummes Zeug erzählt, sondern dass man wirklich versucht, dass man wirklich in diesem Monat erzieht, dass man nur Gutes redet. Man kann yu'minu billahi wa yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Wer an Allah den jüngsten Tag glaubt, der soll Gutes reden oder schweigen. Und an diesem Monat müssen wir es gerade versuchen, dass wir nur Gutes reden oder schweigen. Das heißt, noch nicht mal Dinge
dass wir noch nicht mal Dinge reden, die dazwischen sind. Das heißt, Dinge, die halal sind, aber weder gut noch schlecht sind. Dass wir versuchen nur, wenn wir reden, dass es ein Dhikr ist, das heißt, Erwähnen von Allah oder Koran oder Lehren oder Amal bimaruf, das Gute gebieten. Das dazu, das sind wie gesagt einige Punkte, die ich euch erwähnen wollte. Ich hoffe, dass wir davon profitieren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen machen, die Sunnah wiederbeleben und uns zu denjenigen machen, von denen der Ramadan angenommen wird. Amin, amin, amin. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin.